Hi, ich bin Caro Masson. Ich wollte euch gerne heute ein paar Basics zeigen aus dem Bunker. So ein paar Sachen, die ihr euch vielleicht merken könnt und das nächste Mal, wenn ihr einen schwierigen Bunkerschlag vor euch habt, anwenden könnt. Also im Grunde ist ein Bunkerschlag wirklich relativ einfach, weil man ja nicht versucht, den Ball direkt zu treffen, sondern immer so ein bisschen vorher versucht, in den Sand zu schlagen. Wie ich das mache, ich stehe in der Regel etwas geöffnet zum Ziel, öffne die Schlagfläche ein bisschen und reguliere damit halt auch, wie weit der Ball fliegt. Sprich, je neutraler die Schlagfläche ist, desto weiter geht der Ball. Je mehr ich mich öffne und die Schlagfläche öffne, desto kürzer fliegt der Ball einfach. Insofern kann ich nach wie vor einen ziemlich vollen Schwung anwenden und damit halt meine Distanz regulieren. Ballposition ist immer ein bisschen vorne. Ihr versucht halt nicht, die Hände vor den Ball zu nehmen bei einem Bunkerschlag, sondern wenn überhaupt, die Hände etwas zurückzunehmen und wirklich ein paar Zentimeter vor dem Ball in den Sand zu kommen und könnt dann einen relativ vollen Schwung eigentlich machen. Schwunggeschwindigkeit immer relativ wichtig im Bunker, denn je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Höhe, desto weicher landet der Ball und desto mehr Kontrolle habt ihr auch über den Bunkerschlag. Versucht es einfach mal.